Ingrid Eiper aus Wien kann nach einem schwierigen beruflichen Jahr langsam etwas positiver nach vorne schauen. Doch auch an sonnigen Tagen sind Geldsorgen ständiger Begleiter. Um offene Rechnungen zu begleichen, suchte sie schließlich um einen Kredit an. Also ich habe einen Geldgeber gesucht, der mir über das Internet einen Kredit bewilligt. Da habe ich auch einen gefunden, der mir sehr seriös vorgekommen ist und habe ihn per E-Mail angeschrieben. Daraufhin habe ich Antwort bekommen und sie haben meine Personalien eingefordert und per Post haben sie mir diesen Kredit bewilligt. Um 5.500 Euro suchte die Wienerin an. Die Konditionen schienen gut, Ingrid Eiper schickte die Unterlagen daher unterschrieben zurück. Sie hatte das Gefühl, endlich aufzuatmen, doch... Dann haben sie mir ständig Versicherungen, die ich abschließen soll, geschickt. So eine Schutzversicherung für Ratenausfall, dann, dass ich an mich einer Immobilienfirma beteilige. Das habe ich alles abgelehnt. Daraufhin habe ich nichts mehr gehört. Das erhoffte Geld blieb aus. Auf die Nachfragen der Wienerin hieß es plötzlich, eine obere Instanz müsse noch über den Kredit entscheiden. Dabei besteht laut vorherigen Unterlagen eine verbindliche Zusage. Fassungslos forderte die Wienerin die Vertragsauflösung und die Rückzahlung von 300 Euro, die sie für die Bearbeitung bereits gezahlt hatte. Ich fühle mich ziemlich betrogen von der Firma und wütend bin ich auch. Es ist so, dass ich damals sehr wenig Geld gehabt habe und dass mir das natürlich extrem gefehlt hat, das Geld, das ich da eingezahlt habe und ich den Kredit daraufhin nicht ausbezahlt bekommen habe. Und das Gefühl ist eigentlich, dass man ohne Respekt ist gegenüber einem Menschen, die um den Kredit ansuchen, keinen bekommen und das Geld auch nicht mehr zurückbekommen. Für Dr. Horvath sind derartige Kreditunternehmen längst ein bekanntes Problem. Die Wienerin hofft daher auf seinen rechtlichen Rat. Grüß Gott, kommst du bitte rein. Ja, bitte kommst du rein. Für sie sind die fehlenden 300 Euro sehr viel Geld. Dr. Horvath macht sich daher sofort einen Überblick über die Dokumente. Das erste Schreiben war, Sie müssen den Finanzierungsvertrag mit den Lohnzettel oder irgendwelchen Unterlagen zurückschicken. Das haben Sie gemacht, gell? Ja, ja. Dann ist zurückgekommen am 31.03. die Genehmigung in Höhe von 5.500 Euro. Haben Sie dann wahrscheinlich geglaubt, jetzt kriege ich einen Kredit, oder? Ja, ich habe das schon so gesehen, dass, ja, eigentlich schon. Ja, steht ja da. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Ihnen die Finanzierung sofort zur Verfügung steht. Mhm. Haben Sie an die Firma irgendwas bezahlen müssen vorher? Ja. Ich habe diesen Betrag von 297,50 habe ich bezahlt. Ja. Für was? Das, was da drin steht, die Bearbeitungsgebühr, glaube ich. Sie haben immer geglaubt, wenn Sie den Vertrag unterschreiben, bekommen Sie den Kredit, Sie zahlen noch die Spesen und dann wird Ihnen das überwiesen. Ja, genau. Ist Ihnen das nicht spanisch vorkommen? Sie wollen ja einen Kredit haben, sprich ein Geld, und dann sollen Sie aber was zahlen? Nein. Ich meine, Gebühren fallen bei einem Kredit schon an, das ist klar. Ja, das habe ich jetzt. Aber dass man vorher was bezahlt, bevor man noch nichts hat, da sind sie richtig eingelegt worden, gell? Okay, ja. Natürlich verlangen auch Banken Gebühren, aber der springende Punkt ist, dass diese Gebühren erst dann fällig und zur Zahlung eingezogen werden von dem Kredit, den man erhält. Aber hier muss man vorher schon was bezahlen und man bekommt weder Kredit noch sonst irgendwelche Gegenleistungen. Genehmigung in Höhe von 5.500 Euro steht auf den Kreditunterlagen. Doch dem geschulten Rechtsanwalt fällt eine knifflige Wortspielerei auf. Jetzt haben Sie da einen Kreditvermittlungsvertrag unterschrieben. Ja. Ihnen war aber schon klar, dass Sie keinen Kreditvertrag, sondern einen Vermittlungsvertrag unterschrieben haben. Nein. Erst jetzt, wo Sie mir das sagen, ist mir das bewusst geworden. Das ist schlimm. Ich bin total perplex, dass das nichts im Zusammenhang mit dem Kredit steht. Dass das überhaupt kein Kreditvertrag ist. Das Problem bei solchen Firmen ist immer, dass man in die Irre geführt wird und dass der Konsument nicht gleich auf den ersten Blick sieht, hoppala, da bekomme ich keinen Kredit, sondern das ist nur eine Vermittlung.
Das wird aber nicht offengelegt, sondern erst später, wenn man das Kleingedruckte liest und wirklich die Worte auseinander glaubt, dann sieht man, hoppala, die probieren ja nur einen Kredit zu vermitteln. Ob ich den jemals bekomme, das steht in den Sternen. Wien. Statt der gewünschten Kreditgenehmigung verbirgt sich hinter Frau Alpers Vertrag ein ganz anderes Finanzprodukt. Auch sonst schickte das Finanzunternehmen einiges an Angeboten. Was hat das jetzt mit dem Kredit zu tun? Gar nichts, aber die haben mir das trotzdem immer wieder geschickt und ich habe aber am Konto kein Geld gehabt noch. Das ist eine reine Verkaufsfirma. Die Produkte, was man als Angebot übermittelt bekommt, das sind wirklich existente Versicherungsprodukte von seriösen Versicherungen. Allerdings schneidet da die Finanzdienstleistungs GmbH mit. Und das wird aber nicht am Anfang offengelegt. Was soll das sein? Beitrittserklärung zur Wohnungsgenossenschaft. Ja. Aha, du wärst dann Aktionärin, oder was? Unfallschutz auch gleich dazu. Mhm. Ja, sicher, braucht man alles. Okay, man wollte Ihnen was verkaufen, aber nicht einen Kredit vermitteln. Eigentlich, ich ärgere mich über mich selbst. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin aber auch nicht kundig im Recht, dass ich da so gut unterscheiden kann. Das wird einem was verkauft, positiv. Man glaubt, dass das alles stimmt. Ja. Und auf der anderen Seite ärgere ich mich schon, weil ich hätte vielleicht, wie ich das in der Hand gehabt habe, schon vorher jemanden kontaktieren sollen und nachfragen sollen, was das jetzt konkret überhaupt bedeutet, was das ist. 300 Euro zahlte die Wienerin. Ob das Unternehmen einen Kredit vermitteln wollte, ist fragwürdig. Eine Verpflichtung, dass ein Kreditgeber gefunden wird, gibt es nicht. Der Nachweis, wohin das Geld gegangen ist, ist zudem schwierig. Das ist aber kein Einzahlungsbeleg. Für oben angeführte Sendung wurde ein Betrag von 297 Euro an Nachname einbehalten. Ah, interessant. Es ist schon höchst unseriös, wenn jemand mit Nachname Geld verlangt. Mhm. Und sich ausgibt als Kreditvermittler oder als Kreditgeber. Mhm. Mhm. Und hat nicht einmal ein Konto, wo man das Geld hinüberweisen kann. Ja. Das ist schon komisch, oder? Weil mit dem Beleg ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, wohin das Geld überhaupt gegangen ist. Das ist für mich Abzug von Niveau. Und gut gemacht auch noch, weil man nicht draufkommt. Ja. Ich denke mal in erster Linie, wenn mir das passiert ist, wird das sicher in vielen anderen auch passiert sein und das soll absolut unterbunden werden. Sowas, es geht gar nicht, ein Geld zu überweisen, wo man nichts dafür bekommt. Ich möchte, dass die Firma überhaupt nicht mehr existiert, dass das zugesperrt wird, damit sie keinen Schaden mehr anrichten können und den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Das einzig Sinnvolle wäre, die Firma zu verklagen, weil im Prozess wird sie nie gewinnen. Die Frage ist nur, ob das Risiko dafür steht. Es geht nicht um einen sonderlich hohen Betrag und bei Gericht fallen ja auch wieder Gebühren an. Vielleicht gibt es außergerichtlich eine Lösung. So, Frau Alper, ich nehme das Backel mal mit. Ja. Dann schaue ich, was ich noch rausfinde, was ich machen kann. Gell? Ja, danke vielmals. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Zurück im Büro recherchiert der Rechtsanwalt weiter. Der Firmensitz des Unternehmens ist in Deutschland. Im Internet tauchen sofort Warnungen anderer Geschädigter aus Österreich, Deutschland und der Schweiz auf. Die Firma hat zwar ihren Sitz in Deutschland, aber viele Geschädigte sind ja Österreicher und wohnen in Österreich. Das heißt, ich werde jetzt einmal die Firma auffordern, das anbezahlte Geld sofort zurückzuzahlen, weil geleistet worden ist ja gar nichts. Außerdem ist was Falsches versprochen worden. Die Geschädigte sitzt in Österreich, das heißt, wir haben Gerichtsstand in Österreich, sie ist Konsumentin, ich kann in Österreich klagen, deswegen ist mir wurscht, ob die Firma jetzt in Deutschland oder sonst wo sitzt.